Ey, yo, tatütata, der Daniel aus der Schweiz ist schon wieder da. Ich chille gerade mit meinem neuen Arbeitskollegen, der kommt aus Aschaffenburg. Der ist richtig cool gechillt drauf, Alter. Der ist auch so ein Nebenmann wie ich, Alter. Wir wollten eigentlich grillieren. Die Schweizer sagen grillieren und nicht grillen. Und dann wollten wir uns Schweinefilet holen oder Rinderfilet. Und ich habe vorher schon gesagt, Alter, Rainer, wir müssen uns das aber teilen, weil das teuer ist. Ja, das können wir uns teilen. Aber er wollte mir einfach nicht glauben, wie teuer dieses verfickte Fleisch hier ist, Alter. Es waren irgendwie 450 Gramm Rinderfilet. Es hat wie viel, Rainer, Alter? 22, 27, 27 Franken. 27 Franken. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Aber nicht das Fleisch, sondern den Preis, Alter. Da kriege ich dicke Eier. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt Pute geholt. Wir sitzen hier gerade bei uns in der Firma. Hier ist die Leiter. Die muss ja Uffe gehen. Da ist ein kleines Zimmer. Er ist gerade seit 1,5 Wochen hier in der Schweiz. So haben wir uns erstmal eine Palette Bier geholt. Hier ein bisschen Pute, mariniert, er hat das Fett gewürzt, dann haben wir uns Kartoffeln dazu gemacht. Hier die Tüte Nudeln. So, jetzt zeige ich euch mal kurz unser kleines Kabiffchen hier, Alter. Okay, die kennt ihr ja, die dumme Schlampe Tatjana Xell. Hier, die ist ja auch ganz schön nett, hä? So, jetzt zeige ich euch mal kurz hier die Bude, Alter. Auf jeden Fall hat mein Kollege auf jeden Fall mir eins voraus, Alter, obwohl ich im Hotel wohne. Kann selber kochen hier. Guck mal, er hat so eine kleine Kochnische hier. Richtig gechillt. Jetzt zeige ich euch mal hier die Bude, Alter, unsere Firma. Wo ist der verfickte Lichtschalter, Alter, schon wieder? Rainer, wo ist der Lichtschalter? Ah, okay, jetzt geht das Licht an. So, zieht euch das mal rein. Hier ist die Bude, Alter, da machen wir auch manchmal unser Snüni, halt Frühstückspause. Da ist ein Fahrzeug halt, ein Gabelstapler. Okay, nichts Besonderes. Hier die Waschmaschine halt, damit er auch nicht immer dreckig ist, Alter. Und stinkt oder so eine Scheiße. Okay, hier. Ja, das ist gar nicht. Es ist zwar jetzt leider übelst dunkel draußen, auch wegen der Zeitumstellung, Alter. Sonst hätte ich euch mal eine fette Panorama-Aussicht gezeigt, Alter. Auf jeden Fall die Maschinen, die sind unten, also diesen Appe, Bagger und so. Hier gibt es so einen Lift, wo man diese Maschinen mit hochfahren kann. Auf jeden Fall ist es ja eine coole Firma. Der Chef ist irgendwie so ein Pillemann, auch so ein richtiger Bauernjunge, Alter. Aber egal, solange er meinen Rapportzettel jede Woche unterschreibt und ich mein Geld bekomme, mache ich das, was er mir sagt. Aber er denkt, er ist der Größte und wir sind die zwei deutschen Arbeiter und so. Aber wir sind sowieso besser als er. Und darauf kommt er nicht klar, es ist so. Daniel und Rainer, Alter, ganz einfach. Ja, genau. Duisburg und Aschaffenburg vereint jetzt, Alter. Auf Anhieb haben wir haben uns gestern zum ersten Mal kennengelernt morgens. Auf Anhieb haben wir uns gut verstanden, haben direkt zusammen Party gemacht, Alter. Auf jeden Fall hat es von Anfang an gepasst. Auf jeden Fall, brutzeln wir jetzt schön unsere Putensteaks, Alter, mit Nudeln und ja. Der Rainer macht das ein bisschen, ich helfe ihm ein bisschen oder brauche ich eigentlich gar nicht, weil er hat es selber drauf. Okay, Rainer. Sag nochmal deiner Frau einen Gruß. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hab euch alle Ja, Mann. Okay. reizen. Dann sag ich mal, Daniel rockt die Schweiz. Peace.